Hallo, ich hoffe, alle sind drin. Herzlich willkommen zum 74. Netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Es gibt wieder einen Hashtag und zwar NPA074, wenn man sich im Internet einbringen will. Falls jemand nicht gerne gefilmt wird, dann kann man während der Fragerunde hinter die Kameras gehen oder einfach in den Torbogen und dann ist auch alles gut. Wir haben heute ein sehr volles Programm und zwar als erstes erzählt Benjamin Bergemann, vom Digitale Gesellschaft e.V., aktuelles aus dem Verein. Danach kommen Infos zur Privacy Week von Patti Lucina, Maximilian Böhme und Markus. Danach kommt Matthias Monroy mit elektronischen Beweismitteln. Und als allerletztes die neuen Polizeigesetze mit Marie Böckling. Cool. Guten Abend. Guten Abend, ich bin Benjamin und Vorstand beim Digitale Gesellschaft e.V. und wir haben ja hier unsere neue schöne Kategorie Aktuelles aus dem Digitale Gesellschaft oder Hausmitteilungen, wie es die Podcaster nennen würden. Und ich wollte diese Kategorie heute mal nicht für was Inhaltliches nutzen, sondern um mich im Namen des Vereins bei jemandem zu bedanken und zwar bei unserer Paula, die nämlich ihr freiwilliges soziales Jahr zum Ende August jetzt beendet. Paula war über ein Jahr bei uns Freiwillige, war eine Konstante im Verein, in einem Jahr, wo es vielleicht auch manchmal ein bisschen turbulenter war. Die Geschäftsführung hat gewechselt, ihr habt das ja mitbekommen. Und ja, Paula war immer da, für euch vor allem sichtbar bei den netzpolitischen Abenden, hat aber auch natürlich hinter den Kulissen eine ganze Menge gemacht und deshalb würde ich dich mal kurz herbitten, Paula. Und einfach nochmal Danke sagen. Wir haben jetzt nichts Großes, aber eine kleine Sonnenblume. Das war's auch schon von mir. Dann kann es weitergehen. Vielen Dank. Und ja, danke an die DigiGas für das tolle Jahr. Ich habe viel gelernt. Dann kommt ja jetzt auch schon der nächste Vortrag über die Privacy Week. wo sind denn die? Ah, cool. Braucht ihr ein zweites Mikrofon? Ein zweites Mikrofon. Ich glaube, mit einem geht's. Wir wechseln uns einfach ab ein wenig. Laptop müssten wir noch kurz aufbauen. Ja, erstmal vielen Dank, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, von euch uns hier vorstellen zu können. Ich bin Patti, komme so aus dem politaktivistischen Hintergrund, um genau zu sein, bin auch im AStA der TU, dort Referent für Wissenschafts- und Technikkritik. Und wir haben uns überlegt gehabt, wie die Wienerinnen in Wien eine Privacy Week zu machen, haben uns auch mit denen getroffen schon und die finden das richtig dufte, dass wir jetzt auch in Berlin damit anfangen. Und wir haben uns das ein bisschen so aufgeteilt, dass ich euch am Anfang natürlich was erzähle, trotz der ganzen Hitze. Dann kommt der Max dran, der bei uns zur Kunst und Kultur was erzählen wird. Das ist nämlich auch ein Teil der Privacy Week. Und dann wird euch Markus noch die Website, beziehungsweise, wenn die Technik endlich läuft, unser Diskursforum vorstellen. Wir haben uns vorgestellt gehabt, vom 26.09. bis zum 3.10. dieses Jahr die Privacy Week in Berlin zum ersten Mal zu machen. Das soll nicht eine Eintagsfliege sein, sondern das soll in Zukunft jedes Jahr stattfinden. Und dafür sind wir in der letzten Zeit ziemlich viel on Touren gewesen, um Unterstützung zu bekommen von verschiedensten Initiativen. Die seht ihr unter anderem auch auf unserer Homepage, wer da schon alles mitmacht. Ich habe zum Beispiel auch die Technische Universität mit an Bord. Dort gibt es Räumlichkeiten. Wenn von euch jemand selbstständig, selbstorganisierend eine Veranstaltung anbieten möchte und ist noch auf der Suche nach Räumen, dann am besten uns eine E-Mail schreiben an info@privacyweek.berlin oder an patty@privacyweek.berlin und dann können wir darüber reden, wie wir euch eine Räumlichkeit besorgen. Das ist ein Angebot. Wir haben noch andere Räumlichkeiten auch durchaus zur Verfügung. Das müssen wir so alles working in process jetzt nach und nach mal abklären und sind da ziemlich optimistisch, dass wir das trotz des kurzen Zeitfensters bis nächsten Monat alles noch hinkriegen, da die letzten Wochen, um ehrlich zu sein, ziemlich anstrengend gewesen sind. So für uns ist das fast ein Fulltime-Job gewesen und ich gebe jetzt einfach mal weiter. Ja, das war ein ganz kurzer Abriss von Patti. Von mir kommt eigentlich auch nicht mehr ganz so viel. Ich ergänze noch ein bisschen was zu Kunst und Kultur. Zur Privacy Week, wir haben das genau wie in Wien auch dezentral geplant. Das heißt, es passiert in der ganzen Stadt und es ist sozusagen ein offener Call an die Stadt und an alle, die Lust drauf haben, zu partizipieren.
Das heißt so viel wie, es kann überall Veranstaltungen stattfinden. Man kann sagen, ey, ich habe eine Gitarre, ich habe ein Studio, ich kann was zeigen und ich will das unter dem Schirm der Privacy Week machen. Bei mir lag jetzt ein bisschen der Fokus, ich habe gesagt, ich komme so ein bisschen aus der Richtung Theater, Fotografie für Ausstellungen und so weiter, dass man da schaut, wie kann man das vielleicht verbinden, wo ist ja, die Verbindung dazwischen, dass man das auch ein bisschen pluralistischer macht, dass man das diverser macht, öffnet zur Stadt hin und dahingehend natürlich auch gerade den Fokus auf Privacy legt, um auch ein breiteres Publikum zu erreichen. Was kann man dazu noch sagen? Kommt vorbei, meldet euch. Im Prinzip ist es eine große Plattform, eine große Möglichkeit. Es geht ein bisschen darum, einfach ein größeres Publikum zu erreichen, eine größere Plattform zu bilden, wo man sagt, das ist wichtig, man setzt irgendetwas entgegen und tut das nicht nur als kleine Initiative irgendwo von hinten links, sondern auch in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext, sage ich mal. So viel erstmal dazu. Und dann hat Markus, glaube ich, noch ganz viel von unserer schönen neuen Website. Ihr könnt im Anschluss natürlich auch Fragen stellen, da freuen wir uns drauf. Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte mal fragen, können wir das Licht ein bisschen hier vorne runterdimmen, dass man von der Setzseite mehr erkennt? Die nächste wird zwar nicht mehr so dunkel sein, die ich zeige, aber trotzdem erkennt man gerade nicht so viel. Also im Moment ist das gerade die Übersicht der Leute und Gruppen und Akteure, die schon im letzten Monaten uns gesagt hatten, dass sie sich bei der Privacy Week Berlin beteiligen wollen. Und das war auch die Website, die wir jetzt in den letzten Wochen online hatten. Die werdet ihr so jetzt nicht mehr online finden, weil wir genau zum netzpolitischen Abend heute Abend eine Zeit lang diesen Übergangsmodus hatten. Und jetzt seit vor ein paar Minuten die neue Seite online ist. Sollte natürlich eigentlich noch nicht runtergescrollt werden, aber das ist das neue Erscheinungsbild, wo ein bisschen deutlicher noch gezeigt werden soll, dass diese Veranstaltung im ersten Moment zwar, wo wir da auf Werbetour gegangen sind, eine Veranstaltung sein sollte für die ganzen Akteure, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, um ein wenig mehr Öffentlichkeit und Reichweite gemeinsam zu erzeugen und Leuten vor Augen zu führen, wer sich da alles schon in dem Themenfeld tummelt und aktiv ist, sowohl aus dem sozialwissenschaftlichen Forschungsbereich als auch in der Wirtschaft oder im zivilgesellschaftlichen, politischen Engagement tätig ist. Es gibt genug Leute und halt eben auch der Kunst- und Kulturbereich bietet einiges an spannenden Dokus und Möglichkeiten, darüber zu diskutieren und Leute anzuregen. Und das ist genau die andere Seite, mit der wir jetzt versuchen, mit der neuen Webseite in den nächsten Wochen mehr Leute halt insgesamt auf das Thema aufmerksam zu machen, sprich die, die diese Veranstaltungen dann besuchen sollen können und sich darüber informieren und erstmal ein Bild machen, wer da alles unterwegs ist. Und das versuchen wir jetzt sukzessive mit der neuen Webseite auch noch aufzubauen und haben da jetzt tatsächlich den ersten Grundstein für gelegt. Und das ist das, was ich euch jetzt noch mal kurz zeigen wollte und danach könnt ihr gerne noch Fragen stellen. Das ist vom Grobaufbau her einmal die Seite ähnlich, wo wir auch dann unten aufführen werden, wer da sich alles dran beteiligt. Was ganz wichtig ist auch noch, wir haben einen Code of Conduct, was wir mit der Veranstaltung insgesamt nämlich als Zeichen setzen wollen, dass die Privatsphäre ein Menschenrecht, ein schützenswertes Gut ist, für das es sich lohnt, in einer Demokratie zu kämpfen und wir einen rapiden Verfall dieser Prozesse sehen, die das Ganze unterhöhlen, siehe Polizeigesetze und so weiter. Und in dem Zusammenhang haben wir uns auf einen Code of Conduct geeinigt und den wollen wir bei allen Veranstaltungen auch entsprechend publizieren, erwähnen und sagen, dass das keine Veranstaltung ist, wo wir irgendwelches rechtsextreme Gedankengut oder AfD-nahe Parteien oder sonst wen haben wollen. Ansonsten ist das ein kleiner Preview-Mode auf das, was wir euch dann präsentieren werden. Der Gedanke dabei halt, ne, von allen möglichen Veranstaltungsformen, die es eventuell schon gibt zu dem Thema. Die FIFCon findet dieses Jahr statt, ist ein wesentlicher Bestandteil. Die wird auch auf der Privacy Week Berlin-Plattform zu finden sein im Programm. Und wir wollen halt zusätzliche Informationen für alle Leute, die sich sonst nicht mit dem Thema auseinandersetzen, anbieten und zeigen. Es gibt so sowas Livestreams, es wird irgendwelche Aufzeichnungen geben, dass man die leichter findet und auch der Allgemeinbevölkerung mal zu zur Verfügung stellt. Das wollen wir über das Programm halt abbilden.
Und damit das die Normalbevölkerung auch ein bisschen mehr versteht, haben wir uns ein paar Kategorien überlegt, zu denen wir dann entsprechend die Beiträge aufteilen werden. Und wer Interesse hat zu irgendeinem Thema, was da auch zu beizufügen in den nächsten Wochen, kann das sehr gerne tun. Da sind wir so eingestellt und dass wir das selbst organisierend wie bei anderen Veranstaltungen in einer Plattform euch zur Verfügung stellen ab heute. Und da wird unser Team sich tummeln und mit euch gemeinsam dafür sorgen, dass wenn ihr irgendwelche Ideen, Anregungen habt, die richtigen Leute zusammenkommen oder ihr Unterstützung erfahrt. Und genau, das ist ein Instrument oder ein Tool, was wir aufgesetzt haben, wo wir auch nochmal klar machen wollen, dass unsere gesamte Veranstaltung in die Richtung abzielt, bestimmte Ansätze, Open Source, dezentralisierte Software, selbstgehostete Software, diese Prinzipien mehr in der Bevölkerung zu verankern und die Angebote, die es dafür gibt, bekannter zu machen. Und das Gleiche machen wir auch und deshalb haben wir gewisse Software auch ausgewählt und Unterstützer gefunden in dem Bereich, die uns das angeboten haben. Und ja, da könnt ihr sehr gerne reingucken und mit uns diskutieren, dass diese ganzen Tools zum Beispiel datenschutzgrundkonform angeboten werden und wir keine Interessen daran haben, von irgendwem Daten zu erheben oder zu tracken. Das werden wir nochmal sehr deutlich auch auf der Webseite in Zukunft kommunizieren. Aber ihr seid gerne eingeladen, auch an dieser Diskussion teilzuhaben. Und als letzte Seite zeige ich euch noch, ja genau, das ist der Datenschutzpunkt bei dem Forum. Einen Punkt wollte ich noch machen, ach ja, der nicht ganz unwesentliche, weil es geht, was Patti schon meinte, ziemlich viel Zeit dabei drauf, diese ganzen Netzwerke zusammen zu koordinieren. Und wir kämpfen seit Anfang der Idee, seit wir das auf richtig feste Beine stellen wollen, damit, dass wir einen Verein gründen wollen oder wir gründen gerade einen und der sollte das Ganze auch als Backbone sozusagen finanziell ermöglichen, uns zu unterstützen. Und freundlicherweise ist Digital Courage auch mit einigen Sachen bei uns an Bord während dieser Privacy Week und hat uns freundlicherweise ein Konto zur Verfügung gestellt, was ihr hier jetzt seht. Und damit ist sozusagen unser Beitrag dann für heute auch abschließend durch und ihr könnt Fragen stellen, aber falls ihr uns unterstützen wollt, nicht nur programminhaltlich oder durch irgendwelche Beiträge, ihr könnt gerne über uns berichten oder fragen, ob wir irgendeine Woche was veranstalten könnt noch. Ihr könnt uns aber auch einfach nur Geld geben, weil wir müssen noch eine ganze Menge Flyer und Sachen drucken und wollen das tun und je mehr Leute uns supporten, desto bekannter kann die Privacy Week Berlin Leute erreichen. Danke. Hat jemand da noch Fragen? Rechner umbauen. Gibt es keine Fragen? Das ist... Die Frage bezieht sich jetzt nicht konkret auf die Veranstaltung, aber offensichtlich liegt euch Privatsphäre allen sehr am Herzen, ansonsten würdet ihr so eine Veranstaltung ja nicht ins Leben rufen. Und ihr seid wahrscheinlich auch schon oft mit diesem häufig gebrachten Nothing-to-hide-Argument konfrontiert worden, mit dem, dass Leute eben sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, Privatsphäre ist ja nicht so wichtig, das brauchen ja nur Terroristen oder Verbrecher. Und da wollte ich euch nur mal fragen, ob ihr irgendein Werk kennt, egal ob irgendwie... ob das irgendwie wissenschaftlich ist oder nicht wissenschaftlich, wo einfach die Konsequenzen zusammengefasst oder klassifiziert werden, die auftreten können, wenn unsere persönlichen Daten gesammelt werden und verwendet werden. Also als erstes fällt mir Nothing to Hide die Doku ein, die man allen mal zeigen könnte, weil da wird genau dieses Argument durchgesprochen, was es da an Problemen oder Erkenntnissen schon gibt zu. Und die ganzen Effekte, die dabei auftreten, sind in der Wissenschaft, Chilling-Effekte und so weiter, Publikationen zu finden. Also genau so eine Sammlung dazu gibt es auch einige, die werden wir bestimmt auch auf der Privacy Week als Sammlung irgendwo mal zur Verfügung stellen. Also Sammlung meinst du, dass in einem Werk alle Effekte zusammengefasst werden, oder? Dass Informationen zu zum Beispiel Artikeln, zu aktuellen Informationsständen oder Berichten dazu vielleicht wo gesammelt werden. Also es könnte zum Beispiel, wenn sowas interessant für mehr Leute ist, im Rahmen der Privacy Week irgendwo auch abgelegt oder allen zur Verfügung gestellt werden. Cool, alles klar. Cool, dann vielen Dank für den Vortrag.